aus Haar. Sandra Völker ist da, unsere Schwimmerin. Darf man das überhaupt noch sagen? Oder muss man jetzt sagen, die Ex-Schwimmerin? Ne, ich bleib mein Leben lang Schwimmerin. Das ist schon in Ordnung. Das verlernt man ja auch nicht, ne? Hallo, schön, dass du da bist. Wir freuen uns ganz riesig. Wir haben ganz viel Zeit eingeplant, damit du auch ganz viel erzählen kannst. Denn es gibt nicht nur Sandra Völker, die Schwimmerin, sondern es gibt auch deine Stiftung. Es gibt am Samstag eine große Abschiedsgala bei Mercedes in Lübeck. Genau. Von der du noch gar nicht so viel wissen darfst. Ich weiß, glaube ich, viel mehr als du. Ich glaube, alle wissen viel mehr als ich. Ja. Ja. Jetzt immer noch ein weinendes Auge dabei oder kannst du dich da jetzt nur noch drauf freuen, weil du im März schon gesagt hast, es ist Schluss, Olympia mache ich auch nicht mehr, ich kriege das irgendwie alles nicht mehr so hin, wie ich will. Also mein Problem ist ja, ich habe nicht nur über 20 Jahre im Wasser verbracht, sondern ich bin auch ziemlich nah am Wasser gebaut. Das heißt also, wenn ich da jetzt in geballter Form am Samstag meine Karriere nochmal präsentiert bekomme, wird bestimmt beide Augen nicht trocken bleiben. Und insofern ist das natürlich schon der ganz offizielle Abschied. Und ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet, aber ich freue mich auch, weil es sind wirklich alle Menschen dabei, die mich begleitet haben und die mir sehr nahe stehen und diese ganze Sache einfach auch begleitet haben. Ja. Und das ist mir wichtig. Wie viele Titel hast du gewonnen? Weißt du das überhaupt so aus dem Kopf? Also deutsche Meistertitel 45. Respekt. Ja? Und also international sind es über 60 Medaillen und das sind dann Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Wahnsinn. Wen wir alles kennenlernen hier, ist totaler Wahnsinn. Hast du ein paar Medaillen mitgebracht oder sowas? Zum ja, guck mal, du hast eine Medaille. Ja, genau, oder was? Das ist ja, jetzt hier, genau. Ja. Eine schöne Kette. Ja, genau. Sandra Völker, wir haben noch den ganzen Nachmittag bis 17.30 Uhr in der Mach-Mittmann-Show bei RSA. Schön, dass du da bist. Ich muss wirklich sagen, ich habe bei der Polizei ja auch Schwimmen gehabt. Das fand ich fürchterlich. In einer nassen Badehose klappern, irgendwo vorm Startblock zu stehen und zu warten, dass man endlich losschwimmen kann. Aber das Schönste war doch dann mit der patschnassen Badehose sich auf eine heiße Wärmebank zu setzen. Ja! Wo das so und das war kochend heiß. Das war herrlich. Fand ich schön damals. Da musste ich aber immer gleich los Pipi machen. Und das andere ist, wenn man so viele Kilometer schwimmt wie du, erzähl mal, wenn du wirklich richtig im Saft gestanden hast, wenn du richtig trainieren musstest, wie viele Kilometer bist du dann in der Woche geschwommen? Also ja, das passt bei mir ja nicht ganz so. Ich bin ja Sprinterin immer schon gewesen. Also 50 du musst und 100 Meter. Irgendwie dann? Nein. Also Schwimmen ist schon sehr zeitintensiv, aber im Vergleich zu einem Langstreckenschwimmer oder zu einem Freiwasserschwimmer zum Beispiel ist das ein Witz. Okay, also, wie viele Stunden hast du dann im Wasser verbracht? Genau, oder im Training oder trainiert. Also es ist schon. In der Regel sind es so zwischen 20 und 25 Stunden gewesen in der Woche. Und das natürlich überwiegend im Wasser. Aber mein Training war ja so aufgebaut, dass ich auch viel an Land gemacht habe. Warum hörst du auf? Also die Entscheidung ist relativ klar gewesen. Ich habe mir das immer gewünscht, weil es ist letztendlich ja für einen Sportler ein Graus, wenn man irgendwann verletzt ist und aufhören muss. Mhm. So, dass man dann, ja okay, jetzt geht's halt nicht mehr, jetzt höre ich auf, dann muss ich was anderes machen. Und ich hatte wirklich das Glück, dann über 20 Jahre in der Weltspitze zu sein und das im Grunde genommen wirklich voll auszuleben. Und das war so ein Punkt, ich wollte ja gerne die 5. Olympischen Spiele machen. Mhm. Und das wäre für mich sozusagen der Hattrick gewesen. Und es ist aber so gewesen, dass ich wirklich hinterm Startblock stand und gedacht habe, ich würde jetzt gerne dann mit meinen Konkurrentinnen Kaffee trinken gehen, aber nicht gegen die schwimmen. Und das funktioniert natürlich nicht. Freischwimmer gemacht habe, gab es dann noch in der Schule, musste mich die Lehrerin halten zwischendurch. Ehrlich? Weil ich geheult habe. Aua. Nein, also das geht aber vielen so. Also die denken dann, oh Gott, Sandra Völker macht Schwimmseminare, dann muss ich jetzt aber hier total fit sein. Ich glaube, die machen immer Trainingslager vorher, wenn sie dann kommen, weil sie denken, sie müssen bestehen und ich stehe mit der Stoppuhr daneben und scheuch sie durchs Wasser. Und das ist es komplett nicht. Sondern wir machen wirklich, wir haben den ganzheitlichen Ansatz, auch wenn das schon total abgedroschen klingt, aber es ist tatsächlich so, dass Wasser ja viel, viel mehr gibt, als dass man sich da nur schnell und schön drin bewegen kann, sondern wir machen wirklich dann eine Ganzheit draus, dass wir sagen, es gibt einen theoretischen Teil, wie bewegt sich Wasser eigentlich und wie bewegt sich dann wieder ein Körper im Wasser. Das machen wir erst an Land, dann gehen wir ins Wasser und wir haben eine eigene Methode entwickelt, wie man ganz leicht Kraulschwimmen lernen kann. Oh, siehst du, das kann alle ich nicht. Wir machen das doch mal. Wunderbar, bist angemeldet. RSH, die Mach-Mitmann-Show mit Voller und Balzi. Wo sind die